Also wenn du als Moslem in Deutschland lebst, ist echt, ist hart, auf jeden Fall. Überall so Islamisierung des Abendlandes. Alle haben Angst vor Islamisierung. Ich lebe mein ganzes Leben schon in Deutschland. Ich habe noch nicht einen islamisiert. Ja, das ist nicht geschafft. Ich bin die ganze Zeit mit anderen Sachen beschäftigt. Ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, den Deutschen ihre Jobs wegzunehmen. Weißt du, wie schwer das ist, einem Deutschen seinen Job wegzunehmen? Alter, Deutsche sind die besten Arbeiter auf der ganzen Welt. Hast du nicht? Ich habe schon versucht, so morgens um 6.30 Uhr aufgestanden. Ich so, wow, heute nehme ich einen Deutschen seinen Job weg. Hab mich so in die Firma geschlichen, so. Ich komm rein, er ist schon da. Er ist früher da als du. Du schaffst nicht, einem Deutschen seinen Job wegzunehmen. Mein Fazit, um einen Deutschen seinen Job wegzunehmen, brauchst du 4 Marokkaner. Wir sind die schlechtesten Arbeiter auf der ganzen Welt.